Willkommen zurück bei Chaotik. Bei immer weiter steigenden Energiepreisen bin auch ich endlich zu dem Entschluss gekommen, eine Balkonsolaranlage aufs Terrassendach zu setzen. Dabei sind mir ein paar Fragen in den Kopf gekommen, die ich vorab klären möchte. Zum einen Ziel einer Mini-PV-Anlage. Zum anderen, was braucht man? Wie und wo wird das Ganze installiert? Wie hoch ist meine Grundlast? Und wem oder was muss ich da überhaupt melden? Anbieter zu verringern und somit langfristig Geld zu sparen. Machen wir uns nichts vor, das Ganze ist nichts, was sich innerhalb von irgendwie 6 Monaten rentieren wird, sondern das wird schon ein paar Jahre dauern. Wo wird das Ganze installiert? Das Ganze wird bei mir aufs Terrassendach installiert. Ich baue dafür eine Holzunterkonstruktion auf, wo dann die Aufständerung draufkommt und die Platten. Muss aber jeder für sich selber ermitteln, ich habe eine Terrasse Richtung Süden, das scheint eine optimale Lage zu sein, somit bietet sich das dort an. Müsst ihr aber bei euch gucken, inwieweit ihr das ermöglichen oder verwirklichen könnt. Die Ermittlung der Grundlast ist relativ simpel. Du hast da 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder gehst du abends bei und schreibst dir deinen Zählerstand auf und liest ihn morgens wieder ab und rechnest dir dann deine Grundlast über Nacht aus. Das ist dann in der Regel ein Haushalt, ein Familienhaus mit 200 bis 300 Watt. Oder du hast schon einen neuen Zähler und kannst dir das direkt anzeigen lassen. Dafür brauchst du den PIN für den Zähler, den kriegst du beim Netzbetreiber. Ich habe es einfach gemacht bei der EWE Netz aufs Kontaktformular, habe ein Foto von dem Zähler hochgeladen, habe den reingeschrieben, ich brauche die PIN für das Teil. Das war auf dem Freitag und am Samstag habe ich einen Anruf bekommen, ja, ist kein Problem, senden wir per Post zu. Danach die Woche Mittwoch hatte ich das Ding im Briefkasten, kein Problem. Dann gibst du den PIN ein. Entweder hat der so eine Leuchtdiode bzw. Infrarotschnittstelle, wo du dann mit Lichtsignale den PIN eingeben musst. Oder, so wie bei mir, du hast da ein Knöpfchen dran und kannst das Ding dann darüber eingeben. Nachdem du das getan hast, kannst du den Momentanverbrauch ermitteln. Das heißt, du schaltest soweit erstmal alles an Licht aus, sodass nur Kühlschrank, Router und so weiter, also alles, was dauerhaft an ist, läuft. Dann kannst du ablesen, okay, 200, 300 Watt. Da liegt mein Schnitt und das ist auch bei mir der Fall. Somit habe ich eine Grundlast von, sagen wir mal, im Schnitt 250 Watt. Ist in Ordnung. Muss ich das Teil anmelden? Ja, du musst es anmelden. In meinem Fall ist es, wie gesagt, die EWE Netz. Dort musst du es über das Anmeldeformular machen. Es soll ein vereinfachtes Anmeldeformular für Solarenergieanlagen sein. Gefunden habe ich es jetzt noch nicht. Da werde ich mich aber im weiteren Verlauf mit beschäftigen und nochmal ein separates Video zu machen. Also Like und Abo nicht vergessen, damit ihr das dann seht, was dort alles angegeben werden muss. Ihr könnt es aber auch lassen, das ist jedem selbst, naja, nicht wirklich überlassen, aber der eine macht es, der andere macht es nicht. Wenn ihr das Ding anmelden wollt, dann empfehle ich euch, gleich einen WLAN-Stecker zu montieren, weil die, so wie ich gehört habe, die EWE-Netz, die wird darauf bestehen, dass da eine WLAN-Steckdose hinkommt. Und um euch Ärger zu ersparen, macht es halt einfach. Ne? Oder eine andere Art von Einspeisedose. Muss keine WLAN sein. Und zuvor müsst ihr das noch bei der Bundesnetzagentur anmelden, im Marktstamm-Datenregister, so nennt sich das Teil. Das wird aber nicht das Problem sein, da gibst du bloß deine Daten ein und dann bist du damit durch. Bei der EWE Netz wollen wir mal sehen, wie es da läuft. Wie gesagt, gibt es ein separates Video zu. Die Beschaffung der Komponenten allerdings, der Hardware, ist noch eine ganz andere Nummer. Also ich habe quasi vor über 2 Monaten den Wechselrichter bestellt, der ist immer noch nicht da. Habe die Paneele mir rausgesucht, jetzt bei 2 Paneele kriegst du nicht unbedingt den großen Mengenrabatt. Habe mir dann einen Anbieter bei Kleinanzeigen rausgesucht, der in der Nähe ist. Dort habe ich die beiden Paneele abgeholt, sind 2 405 Watt Paneele. Somit komme ich auf einen maximalen Wert von 810 Watt Peak an Solarpaneele. Der Wechselrichter selber, der kann dann nur 600 oder du darfst nur einen 600 Watt Wechselrichter einbauen. Soweit ich das verstanden habe, kannst du auch einen größeren nehmen, musst den aber runtertakten auf 600 Watt. Der darf dann nicht mehr einspeisen. In meinem Fall habe ich einen Solax X1 Mini 07 bestellt. Das heißt, der könnte maximal 700 Watt
Den muss ich allerdings, wenn ich das anmelde, untertakten auf 600 Watt und dann sollte das Ding durchgehen. So viel schon mal dazu. Für weitere Videos lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr schon mal nichts, wie es weitergeht mit der Balkonanlage. Und bis zum nächsten Mal.